Seit der Version 7.4 gibt es in EDIUS sogenannte Ripple-Sequenzmarker. Diese Funktion wurde aufgrund der Nachfrage aus dem deutschen EDIUS-User-Forum in EDIUS integriert. Mit den Ripple-Sequenzmarkern ist es möglich, Marker auf der Timeline zu setzen, die sich mitverschieben, wenn sich die Timeline verlängert oder verkürzt. Dies ist dann hilfreich, wenn Sie zum Beispiel Ihren Film in Kapitel unterteilen möchten, der Film sich aber zu einem späteren Zeitpunkt der Produktion in der Länge verändert. Oder einfach, um sich eine wichtige Stelle im Film zu markieren. Normale Sequenzmarker bleiben immer an dem Zeitpunkt stehen, an dem sie gesetzt wurden. Wenn Sie also Ihren Film verlängern oder verkürzen, stimmen die Marken nicht mehr mit dem ursprünglich markierten Zeitpunkten im Film überein. Setzen Sie also in solchen Fällen Ripple-Sequenzmarker. Legen Sie sich dazu zunächst eine eigene Schaltfläche an. Gehen Sie in die Benutzereinstellungen, Benutzeroberfläche, Schaltfläche und wählen Sie Modusleiste aus. Hier steht Ihnen nun die Schaltfläche Sync-Log-Sequenzmarke umschalten zur Verfügung. Fügen Sie diese über den Pfeil nach rechts der Modusleiste hinzu. Platzieren Sie das Symbol ans Ende der Liste. Bestätigen Sie diesen Vorgang mit OK. Die entsprechende Schaltfläche befindet sich nun auf der Modusleiste. Noch verhalten sich die gesetzten Marker jedoch wie ganz normale Sequenzmarker, das heißt, sie bleiben auch dann auf ihrer Position, wenn der Film getrimmt wird. Um dies zu ändern, gehen Sie auf die Sequenzmarkenpalette. Lösen Sie nun die Anker der gelisteten Marker. Jetzt haben die Marker auf der Timeline die Eigenschaften von Ripple-Sequenzmarkern bekommen. Dies sehen Sie an dem veränderten Aussehen. Wenn Sie den Film jetzt trimmen oder Clips einfügen bzw. entfernen, werden die Sequenzmarker mit verschoben. Falls Sie dies einmal nicht möchten, können Sie die Ripple-Sequenzmarker einfach in der Modusleiste deaktivieren. Hier kommen Sie zum nächsten Podcast. Abonnieren Sie hier unseren YouTube-Kanal. Mehr Tipps und Tricks gibt es in unserer EDIUS Podcast Playlist. Weitere Infos zu EDIUS, passende Plugins, Lernkurse, aktuelle Downloads und vieles mehr finden Sie auf edius.de.